schauen wir zum Flughafen. Wobei am Samstag, einen Tag vor Muttertag, da war es eigentlich kein Flughafen mehr, sondern eine große Übungsfläche. Alle 2 Jahre ungefähr trainieren Polizei und Feuerwehr den Ernstfall. Ein Flugzeugunfall und alles wurde so realitätsnah wie möglich geprobt. Bei dem gespielten Großeinsatz war Peter Ernsting. Am Samstag, 10. Mai, fand auf dem Flughafen Hannover-Langenhagen eine Vollübung statt. Die Federführung hatte die Polizeidirektion Hannover übernommen. Solche Übungen müssen alle 2 Jahre auf Flughäfen durchgeführt werden. Die Vorbereitung für diese Übung hat fast ein Jahr gedauert. Das Szenario sah folgendermaßen aus. Eine Boeing 737-800 mit 138 Passagieren und 6 Besatzungsmitgliedern auf dem Weg nach Sharm el-Sheikh in Ägypten. Wegen Rauchentwicklung an Bord entschließt sich die Besatzung zur Umkehr nach Langenhagen. Bei der Landung kommt es zum Crash mit Verletzten und Toten. Für dieses Übungsszenario wurde die Südbahn und die angrenzende Fläche gesperrt. Die ersten werden aus der Maschine evakuiert. Die ersten 3 Fahrzeuge, die Sie sehen, ist der sogenannte IKEO-Löschzug, der nur für die Brandbekämpfung da ist. Dahinter. In erster Linie war die Flughafenfeuerwehr gefordert. Die Rettungsdienste der Region wurden dann nach Notfallplänen alarmiert. Freiwillige Feuerwehr Langenhagen, Johanniter Unfallhilfe, Arbeiter-Samariter-Bund und Rotes Kreuz. Besonders wichtig war die Überprüfung der Alarmierungsabläufe bei der Freiwilligen Feuerwehr und den anderen beteiligten Organisationen. An dieser Übung waren 1300 Personen beteiligt, 1120 davon direkt mit dem Übungsszenario. Der Flughafen Langenhagen besteht seit 1953. Einen Unglücksfall in der simulierten Größenordnung hat es bisher dort nicht gegeben. Damit, wenn doch einmal so etwas passiert, muss in regelmäßigen Abständen geübt werden. Die Flughafenfeuerwehr und Polizei sind beruflich damit befasst. Bei den anderen Hilfsorganisationen sind das in der Regel ehrenamtliche Mitarbeiter, die dafür einen Teil ihrer Freizeit opfern.